Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Ja, meine Lieben, die Advent- und Weihnachtszeit steht vor der Tür. Das geht ratzfatz, dann sind wir schon wieder mittendrin. Natürlich müssen wir aber Keksele backen. Das gehört einfach in die Advent- und Weihnachtszeit, ist eh klar. Wir beginnen heute mit einem Lebkuchenrezept, ganz ein einfaches, tolles Rezept. Ihr kennt ja alle diese Lebkuchen, die man beim Discounter kauft, die in die Kartons drinnen sind. Diese Brezen, Sterne, Herzen, das kennt jeder. Manchmal sind die halt ein bisschen trocken, wenn wir sie bekommen. Allerdings habe ich da ein Rezept, wie diese Lebkuchen einfach unglaublich saftig bleiben. Ich habe da schon eine Dose mit einem Keksversteck, wie man lesen kann. Und da habe ich schon welche drin. Jetzt schauen wir mal, ob mir der Günther noch ein paar überlassen hat. Aber ja, natürlich. Und da habe ich jetzt meine Lebkuchen. Sterne, Brezen, Herzen. Und dieser Lebkuchen, schaut mal, der ist so, so leicht, weich, köstlich im Geschmack. Also, ganz ein einfaches, tolles Rezept ist das. Und was ihr dazu alles braucht, das zeigen wir euch zuerst einmal auf der Zutatenliste. Für unseren super weichen, tollen Lebkuchen braucht man natürlich eine Form. Am besten wäre diese Silikonform. Der Günther wird uns das unter der Videobeschreibung verlinken, wo man die zu kaufen bekommt. Die ist auch überhaupt nicht teuer, die kann man sich wirklich leisten. Und am besten, kleiner Tipp, man kauft sich gleich zwei, dann kann man gleich die Produktion ein bisschen vergrößern. Natürlich muss man nicht unbedingt zwingend diese Form haben. Das ist halt die typische Form mit Herz, Brez und Stern. Viele von euch haben sicher irgendwelche Silikonformen zu Hause. Ganz egal, ich habe da zum Beispiel eine, das wäre eine Zimtsternform. Oder es gibt sonst Sterne oder auch diese Silikonpralinenformen. Die kann man wunderbar zum Backen auch hernehmen. Also irgendeine Silikonform kann man für dieses wunderbare Keks verwenden. Ganz wichtig, das geht alles relativ schnell. Den Ofen einschalten, vorheizen auf 160 Grad Heißluft. Dann habe ich mir schon Kuvertüre habe ich mir da schon in einem Wasserbad vorbereitet. Wasserbad sollte nicht mehr als 40 bis 50 Grad heiß sein. Dann die Kuvertüre hinein und das kann einfach ganz in Ruhe dahin schmelzen. Wir starten jetzt zuerst einmal mit unserem Teig. Das ist eigentlich ein Rührteig. Vorbereiten am besten noch einen Spritzbeutel. Wir werden die Masse dann mit dem Spritzbeutel in die Formen hineindressieren. Dann hat man da eine saubere Sache. Also wir starten mit dem Teig. Weiche Butter und Staubzucker. Gut, schaumig rühren einmal zuerst. Am besten mit der Küchenmaschine oder mit einem Handmixer. Butter und Staubzucker sind richtig schön schaumig gemischt. Das darf auch ruhig ganz, ganz schaumig sein. Das darf ruhig 3-4 Minuten dauern. Jetzt geben wir da die Eier einzeln dazu, bis jedes Ei richtig schön in der Masse abgebunden ist. So sollte die Masse sein, also wirklich die Eier richtig, richtig schön verbunden sein mit Zucker und Buttergemisch. Da rühren wir jetzt auf kleiner Stufe weiter und geben die Milch dazu. Einfach langsam einrühren. Mehl, Backkakao, Lebkuchengewürz und Backpulver habe ich mir da schon vorbereitet und das geben wir jetzt zu unserer Masse dazu. Dann mit Orangenschale oder Zitronenschale.
ganz nach Belieben, was man halt gern hat, etwas aromatisieren. Die Orange ist natürlich eine Bio-Orange und habe ich zuerst heiß abgewaschen. Ganz wichtig, dass man einfach dieses Wachs, das da außen herum ist, bei diesen Zitrusfrüchten, dass man das herunterwäscht. Das jetzt langsam einrühren. Und schon ist unsere Lebkuchenmasse fertig. Das Ganze aber noch einmal, weil so haben wir da ein bisschen, also ist ein bisschen Mehl separat. Das Ganze jetzt mit einem Gummimamba noch einmal gut unterrühren, damit das richtig eine gleichmäßige Farbe hat. Und dann haben wir diesen Rührteig eigentlich schon fertig. So einfach und so schnell geht der. Eine Silikonform, am besten immer bevor man sie benutzt, mit einem Mikrofasertuch ein bisschen auswischen. Einfach nur ein bisschen reinigen. Sie sollte auch nicht nass sein. Einfach nur mal kurz auswischen und dann ist sie ganz sauber. Dann rutschen die ja ganz leicht heraus, wenn sie fertig gebacken sind. Spritzsack habe ich mal schon vorbereitet. Hier gibt man das ganz gerne immer in eine Tasse hinein. Dann tut man sich mit dem Einfüllen ein bisschen leichter. Jetzt geben wir da unseren Teig hinein. Natürlich nicht die ganze Masse. So, dass man halt sich mit dem Handhaben leicht tut, ist am besten. Unten einfach nur die Spitze abschneiden, nicht zu groß. So ein kleines Stückchen und dann einfach unsere Silikonform befüllen. Nicht zu voll machen, damit die Lebkuchen dann in der Mitte noch dieses Loch haben. Weil wenn man zu viel Masse hineingibt, der geht natürlich ein bisschen auf, dann ist die ganze Form ganz voll mit Keks und das sollte eigentlich nicht sein. Unbedingt das typische Loch halt lassen. Wenn ich das jetzt angefüllt habe, dann geben wir den in die Mitte des Rohres. Da habe ich mir schon ein Gitter hineingegeben. 160 Grad haben wir ja vorgeheizt. Und das lassen wir circa 10 bis 12 Minuten. Muss man einfach schauen. Lassen wir den dann drinnen. Und wie man sieht, man kann natürlich jede Art von Silikon formen, damit ausfüllen. Ich habe da so Stäbchen. Das ist natürlich eine Gastromatte. Aber einfach nur, ich wollte euch einfach nur zeigen, dass ihr jede Art von Matte verwenden könnt. Die Matten einfach etwas auf die Arbeitsfläche klopfen, dann verteilt sich der Teig auch nochmal schön, die Masse, und sie sind dann gleichmäßig. Das Ganze gehen wir aufs Gitter. So. Und circa 10 bis 12 Minuten backen. Wie man sieht, die erste Partie habe ich schon herausgegeben und jetzt die zweite. Schaut mal, wie schön wird die rausfallen aus dieser Silikonmatte. Das finde ich einfach genial. Und wie man da schon sieht, es ist ganz egal, welche Silikonmatte das man nimmt, ob man Sterne oder Stäbchen oder eben diese, oh, heiß, aber sie fallen wunderbar, fallen sie heraus, wie man sieht. Ganz, ganz toll. Da sieht man, wie schön, dass sie aufgegangen sind. Die sind ganz weich und so bleiben sie auch. Das Ganze,
damit sie eben so schön weich bleiben, müssen wir das Ganze ein bisschen mit Marmelade bepinseln. Ich habe mir da einfach Aprikosenmarmelade, aber die passierte Marmelade, heiß gemacht. Und da ziehe ich mir dann ganz gerne Handschuhe an, wenn ich das mache. Einfach die heiße Marmelade ganz dünn einpinseln nur. Wirklich nur ganz dünn. So, das geht auch relativ schnell, wenn man da dabei ist. Das braucht gar nicht wunderschön sein. Hauptsache, es ist rundherum dünn eingepinselt. Das mache ich zuerst einmal mit der Marmelade, mit der Aprikosenmarmelade. Und wenn ich das dann habe, dann werden wir es in Schoko dunkeln. Meine Kuvertüre ist geschmolzen. Ich habe da jetzt Kuvertüre verwendet und ein bisschen Kakaobutter dazugegeben. Es gibt natürlich auch fertige Kuchenglasuren, die gehen natürlich genauso gut. Also, aber ich habe mir es selber geschmolzen, die Kuvertüre mit etwas Kakaobutter. Und jetzt werden wir unsere Kekse tauchen. Wie man sieht, die Marmelade ist wirklich ganz hauchdünner drüber. Nirgendwo sind Marmeladestücke, wirklich nur ganz dünn. Und ganz einfach schmeiße ich das Keksal, den Lebkuchen, in die Kuvertüre hinein, fische das wieder heraus, klopfe es ganz kurz ein bisschen ab, nicht zu fest klopfen, und ein bisschen abstreifen die Kuvertüre, etwas klopfen und dann setzt man das Ganze einfach auf ein Backpapier heraus. So werden wir das Ganze jetzt einmal fertig machen und dann werden wir es noch ein bisschen ausgarnieren. Die Lebkuchen sind jetzt alle schön glasiert mit der dunklen Kuvertüre bzw. mit der Glasur. Und jetzt gehen wir ein bisschen eine helle Vollmilch-Kuvertüre. Die habe ich mir da schon geschmolzen. Die werden wir jetzt ganz dünn da drüber ziehen, ein bisschen einfach, dass sie ein bisschen netter ausschauen. Dazu werden wir uns ein Sternitzel drehen. Das ist ganz einfach, vom Backpapier ein Dreieck herunterschneiden. Und dann einfach so zu einem Sternitzel drehen und schauen, dass man das oben einfach fest, ganz fest zusammenprägt. Vielleicht legt man sich das hin und dann einfach noch einmal so eine Kante machen, dass es wirklich gut zusammenhält, dieses Sternitzel. Also ein kleiner Spritzsack praktisch. Den gebe ich dann in eine Tasse hinein, da tue ich mir immer am leichtesten. Und da werden wir unsere Vollmilchkuvertüre. Natürlich könnt ihr auch eine weiße Kuvertüre da verwenden. Das ist ja ganz nach Lust und Laune oder nach Geschmack. Dann schauen, dass die Naht oben ist. Gut zudrehen, dass die Kuvertüre nicht herauskommt. Dann, ich probiere dann immer ganz gerne so, wenn sie ganz dünn fließt, dann ist genau richtig. Und so kann man da jetzt einfach solche ganz dünne Streifen drüber ziehen. Ich finde, das schaut ganz toll aus bei den Lebkuchen. Aber das könnt ihr dann ja machen, wie es ihr gerne hättet. Der Länge noch nur, oder? Und wie schneller, dass man das macht, umso dünner und besser funktioniert das. Das kann man eigentlich überall, wo man so Kekse mit Schoko überzieht, kann man überall so ein bisschen eine zweite Farbe von der Kuvertüre darüber ziehen. Ja, dann hätten wir das einmal soweit fertig und da kann man natürlich dann noch draufgeben, was man halt mag. Ich habe da ganz zufällig heute beim DM diese tollen Streudeko für Lebkuchen entdeckt. Ganz was Herziges ist das. So kleine Lebkuchen. Männlein und Sterne. Ich finde das ganz toll und lustig. Schaut nett aus. Ja, meine Lieben, vielleicht hat euch das erste Keks, was wir heuer gemacht haben, 2023,
Wenn euch dieses Rezept gefallen hat, dann bitte probiert es aus, macht es noch. Das war wirklich keine Hexerei. Viel Spaß noch beim Backen. Bis zum nächsten Mal.